Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, fragt ihr euch jetzt zu Recht wahrscheinlich, warum ist denn das jetzt schon 7 Uhr morgens an Tag 34? Und warum steht er hier drin rum? Ja, das kann ich euch ganz einfach kurz erklären. Die letzte Aufnahme hat nicht funktioniert. Ich habe also wunderbar jetzt hier 20 Minuten aufgenommen, um dann festzustellen, April hat nicht geklappt. Ja. Was soll ich sagen? Also, wir haben ja so ein bisschen rumgelootet. Nichts Wildes. Ich habe einen Wildbrateintopf gefunden, weil ich kurz vorm Verhungern war. Das hat mir den Arsch gerettet, aber ansonsten, ja, ist jetzt hier nicht so viel Besonderes passiert. Von daher ist das theoretisch, also für euch ist es Folge 99, für mich ist das jetzt Folge 100. Eben weil ich die Folge 99 ja gerade schon hatte. Aber nein, das ist ganz offiziell Folge 99 hier. Also alles gut. Hörst du bitte auf, hier die Schränke zu zerschlagen? Du Wurst. Da ist nämlich noch Sachen drin, die ich vielleicht haben will. So, hier hinten schlief noch einer rum. Jetzt auch nicht mehr. Und ansonsten, ja, ich hatte Bekanntschaft gemacht mit dem ein oder anderen Hund, der mir unterwegs entgegenkam. Aber ansonsten schnarcht hier wohl noch irgendjemand im Haus rum oder im Nachbarhaus. Nee, das scheint wohl hier zu sein. Der da auch. Weil das gleiche Haus hatte ich gerade schon mal nebenan. Und da war irgendwie nichts los. Da waren auch ein paar Zombies drin, aber hier ist keiner. Wo machst du denn Stress, Freundchen? Oder ist das hier draußen? Nein, falsches Werkzeug. Willst du mich veralbern? Hier drin vielleicht? Nee. Dann bleibt er quasi eigentlich nur auf dem Dach. Wenn hier sonst keiner ist. Ach, ärgerlich, dass die letzte Folge jetzt einfach... Oh, ein Beaker. Dass die letzte Folge quasi einfach verschütt gegangen ist. Aber was will man machen, wenn die Technik wieder mal rumspinnt? Ja, das kenne ich ja schon. Das bringt immerhin Geld. Ja. Wer schlägt denn da worauf ein? Oder ist jetzt etwa unten noch einer gespawnt? Ach du. Muss hier einen auf dicke Hose machen. Ach, der war hier drin. Ja, kann ich ja vom Glück reden, dass er die Kisten nicht kaputt gehauen hat hier. Vollpfosten. Mann, 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 Mann. So, was gibt es denn hier Nettes? In dieser lustigen, mini kleinen Grocery Store Dingsbums. So, das wollte ich mitnehmen. Ah, hörst du mal auf hier. Die Maus springt immer noch nach. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Also Wasser kriegen wir hier doch eine ganze Menge bei raus. Nochmal zweimal Döschen. Und nochmal Döschen. Bringen wir uns doch gleich mal wieder auf 100% und trinken nochmal was. Wir haben es ja. Ist ja kein Problem hier. Aus dem einen machen wir nochmal gleich wieder eine Armbrust. Und ja, oh Gott. Kommt jetzt hier mal weg. Das ist doch... Sieht doch nicht schön aus hier. So. Der kommt mit. Der kommt mit. Also irgendwie ist ja ganz schön viel Fußvolk unterwegs in dieser Stadt. Ich weiß nur nicht wo. Ich glaube, hier gibt es noch ein Fass, das ich mitnehmen wollte. Eine Mülltonne, die ich gucken wollte. Toll, eine Glasscheibe. Und Stoff, als hätten wir davon nicht schon genug. Da liegt sie auf dem Dach und sonnt sich, oder wie? Und wenn sie jetzt hier weiter so rumschläft, dann machen wir doch mal ein Foto von sie. So.
Ja, die steht nicht mehr auf. Jetzt sowieso nicht mehr. Da ist nichts drin. Ach Gott, ein bisschen Messing, ein bisschen Gedöns. War mal in dem Shakes-Laden schon drin? Was ist das hier? Was ist dieser Autoteile-Laden? Ich weiß, wir waren da in... Achso, wir waren in einem, waren wir mal drin gewesen, aber ob das der war... Da war noch so ein Leuchtspucker, der da irgendwie... Oder so ein Leuchtpolizist oder was das war. Da hinten ist ein Crack-a-Book. Nochmal ein Grocery-Pillenladen. Books, der noch zu ist. Ich glaube hier in diesen... Ich nenne es jetzt mal Radiostation, weil das, für mich ist das so ein Funkturm. Ich glaube, da kriegt man nicht viel, ne? Also das ist jetzt nichts, wo man großen, guten Loot abziehen könnte. So, bitte nicht das Bein brechen. Hatte ich nämlich zwischendurch auch wieder auch gemacht, wie ihr unten links sehen könnt. Ich glaube, just bei dem Nachbargebäude bin ich auch von oben runter und Knackauer, Fuß und so. So, was ist denn hier hinten? Steht hier irgendwo ein Fass rum? Nee, nur eine Krankenschwester. Hallo, Schwester. Tschüssi, Schwester. Bisschen Moneten dabei. Hier noch ein Fass. Nee. Okay, die können wir zerlegen. Ich wollte eigentlich das noch rausschmeißen, aber gut. Kann man das irgendwie schön in Szene setzen, dieses Schild? Wer ist denn hier drin, der unbedingt gerne auf die Mütze möchte? Ist der denn hier drin? Oder ist er auf dem Dach? Es ist immer voll ätzend, diese Zombies zu verorten, weil man nie weiß, wo die sich gerade rumtreiben. Oh, Leute. Da waren sie wieder, meine 300 Probleme. Kein Platz. Also müssten wir mal wieder zurück zu unserer Kiste. Ich habe nämlich eine Kiste aufgehangen. Yay, eine Klimaanlage. Und da ein bisschen Scheiß loswerden, wobei... Das können wir auch erstmal raushauen hier. Gammelfleisch, wer braucht das schon? So. Wer stöhnt denn da? Ich vielleicht oder was? Was ist denn los? Ah, wo denn? Wahrscheinlich dann unten, ne? Ist hier jemand drin? Ne. Gut, bevor wir jetzt hier durchlooten, ich muss den erstmal, der geht mir auf die Nerven. Kommst du denn her? Da hüpft man die Treppe runter und landet mitten auf einem... Auf einem Kriecher. Der ist bestimmt durch die offene Tür gekommen. Das kommt davon, wenn man die Türen offen lässt. Kommen die ganzen Kriecher rein. Ach, da drin. Hallo? Herr Hesmet? Das ist jetzt irgendwie doof. Ist noch doofer. Wieder instant respawn war. Wie geil ist das denn? Ein Hazmat zum Preis von... Ne, zwei Hazmat zum Preis von einem. Drei Hazmat zum Preis von einem. Möchte hier noch ein Hazmat irgendwo spawnen? Einfach nur mal... Ich frag nur mal so, das... Hätte ja sein können. Ah, Tokens. Jetzt bin ich aber auch so ein bisschen aus der Puste gerade. Die Stühle können wir zerlegen. Plastik habe ich auch drüben in der Kiste. In dieser besagten, die ihr, glaube ich, noch nicht gesehen haben werden könntet. Bier. So, was ist da drüben noch drin im Einkaufswägelchen? Wasser. Sehr schön.
Dann setze ich doch tatsächlich hier nochmal einen Frame rein, dass nicht wieder irgendein Kriecher der Meinung ist, den hatte ich doch, ne? Ja. Aber das heißt ja, wenn unten die, wie heißen sie doch gleich? Hazmat-Zombies so spontan gerespawnt sind, dass sich hier oben dann auch nochmal wieder irgendwer rumtreiben könnte, aber so viel war ja eigentlich da unten. Also hier oben war ja auch keiner. Nee, die bringen jetzt geldtechnisch auch nichts ein, also können wir die da ruhig liegen lassen. Macht aber nichts. So viel Painkiller hier. Ugh. So, dann hier drüben nochmal ins Schlafzimmer gehen. Da ist Gott sei Dank nichts drin. Eine Brille. Den können wir zerlegen. Dann haben wir den zumindest in unserer Pipeline drin. Und in den gucken wir jetzt auch nochmal rein. Okay, wir kommen hier nochmal wieder her. In dieses ominöse Gebäude mit dem riesen Loch drin. Also ab nach unten, ab zu dem anderen Haus. Taschen entleeren und dann hier nochmal irgendwie hin zurück. Don't go. Wie durchs Rumstehen ist meine Athletik angestiegen, oder was? Könnte auch Athletik sagen, ne? Ja. Wo habe ich eigentlich mein Moped geparkt? Ah, da vorne. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Also ist, glaube ich, das Spiel. So, die Kiste hängt hier vorne. Darf ich vorstellen? Die Kiste. Ba, ba, ba. Und da seht ihr es schon, da habe ich ein bisschen... Ach scheiße, ich wollte das ja abbrechen. Naja, hat wieder nicht geklappt. Tierfett. Ein bisschen viel Kram reingeschmissen, getan. Ihr seht es. Wobei das Wasser... Ach nö, das kann ich ruhig hier lassen. Also ganz, ganz viele Dinge. Ja. Zwei Schraubenschlüssel habe ich gefunden. Jetzt hier noch ein paar Waffenteile. Und ansonsten nichts Besonderes. Nö. Aber wir fahren jetzt nochmal zu diesem anderen Gebäude zurück hier. Muss ja hier hinten irgendwo gewesen sein. Ach, seht mal an. Scheinbar irgendwie Reste einer Wanderhorde oder so. Hallo. Kinder. Mensch, hier drüben. Wo wollt ihr denn hin? Jetzt seid ihr extra wegen mir hier vorbeigekommen und keiner will mit mir spielen. Ist ja jetzt irgendwie auch ein bisschen suboptimal, ne? Hier, wo es leuchtet. Da muss man den Leuten erst in den Rücken hauen, dass sie einen bemerken, ne? Ich fühle mich hier voll ignoriert von euch. Die ist aber so schön, ne? Da einfach so mitten hier durch die Dingens laufen. Nee. Schlagen die sich gegenseitig? Auch nett. Weißt du, war schon tot, will aber nochmal einen auf die Mütze haben, oder was? Das tut mir jetzt leid. Da zerploppen schon meine ersten Zombie-Leichen hier. Ne, den hatten wir schon. Da müssten jetzt eigentlich noch ein paar Kriecher hinterherkommen. Oh, eine Heilbandage. Aber den lassen wir hier und den Yoga-Seed lassen wir auch hier. In welche Richtung war denn hier?
Die sind wir nämlich, glaube ich, noch nicht durchgegangen. Auch natürlich ein bisschen Wasser. Obwohl, nee, hier, Gammelfleisch. Weißt du, da fährt man hier nichts an dran. Und was ist gleich mal so eine Wanderhorde, die einfach mal irgendwie auftaucht? So, wo ist denn der Rest jetzt hier noch hingegangen? Vielleicht finden wir die hier noch irgendwo. Ah, da sind auch meine Woodframes. Nein, nicht der Kaktus. Keine Ahnung, die werden wahrscheinlich hier unten reingelaufen sein. Aber da gehe ich nicht nochmal rein. Könnt ihr vergessen. So, wo waren wir denn drin gewesen? In welchem Gebäude? Und wo steht mein Auto? Hm, hier vorne. Dann waren wir in dem da, ne? Ja. Und das, wo die Taschen schon wieder voll sind, so gut wie. So, der Eingang befindet sich auf der Rückseite dieses Hauses. Aber einfach nur, weil der offen ist. Und wir hatten oben... Sieht auch irgendwie cool aus hier. Gefällt mir gut. Apropos, nee, dachte, das wären vielleicht noch Schränke. Na? Zack. So, die Schrotze und die Muni nehme ich dann doch gerne. Doch, ist auch schön. Doch gerne nochmal mit. So, Schuss rausnehmen für den Fall der Fälle. Oder können wir hier auch wieder raus aus diesem komischen Gebäude? Falsch. So. Rückwärts ausgeparkt sozusagen. Was habe ich eigentlich noch für Kram in meinem Minibike? Das übrigens auch so ein bisschen über dem Asphalt schwebt. Hm, ich habe ein Hoverbike oder so. Ach ja, hier hätte ich auch nochmal Sachen zum Stacken drin. Das da zum Beispiel und das da zum Beispiel und das da zum Beispiel und das da zum Beispiel. Wisst ihr Bescheid, ne? Und ich glaube... Erstmal machen wir den Kollegen hier einen Kopf kürzer. Das ist nur ein Stein. Waren wir hier drin gewesen eigentlich? Kommst jetzt mal weg hier. Gucken wir doch da mal rein, oder? Ach, das ist so eine Holzsäule, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir sonst hier durchkämen. Ich glaube nämlich nicht. So. Gehen wir kurz hier rein. Schießen dem mal kurz den Kopf. Hat nicht geklappt. Laufen wir mal eben hin. Und hauen ihm eine runter. Nee, Freundchen, danke. Das kannst du schön selbst behalten. Was ist das denn da? Och, da drin schlafen sie, die süßen Kleinen. So, jetzt ziehen sie mal wieder was an. Ich tu mal die Hose dazu. So, was ist denn hier so? Oh. Oh, oh. Ob das so eine gute Idee ist? Ich würde gerne mal kurz in mein Inventar, bevor es zu spät ist. Ich weiß, ich bin nicht gut da drin, aber ich dachte mir... Das war eine scheiß Idee. Außerdem ist da oben noch so ein Leuchtfuzzi. Ich glaube, ich habe mich dazu entschieden, dann doch rauszugehen. Das ist mir hier ein bisschen zu bunt. Nee, mit diesen ganzen... Also, dass hier so viele Zombies mittlerweile drin sind, das wusste ich jetzt auch nicht. Und vor allem der Leuchtfutze hier. Der kann mich doch mal getrost gern haben. Wir fahren mal eben wieder zurück zu unserer Kiste. Ja, es ist jetzt wohl eher nicht so gut gelaufen. Ich hoffe, der kommt mir jetzt hier nicht nach, der komische Typi. So, was haben wir denn hier drin? Hier hätten wir irgendwo ein Antibiotikum. Das benutzen wir doch gleich mal.
Da sind die 20 Minuten auch schon wieder um. Ihr hört den dezenten kleinen Timer. Aber, nein, ich wollte doch in den Coverraum. Haben wir hier noch irgendwas, was stackt? Wahrscheinlich habe ich alles das nicht aufgenommen, was stackt, ne? Komm, die Eisenrohre. Das Fleisch nehmen wir gerne mal mit. Ich glaube, die umgekehrte Reihenfolge ist die bessere, ne? Irgendwie erstmal alles hier oben in die Kiste zu ballern. Obwohl das Holz nicht. Und dann aus der Kiste rauszunehmen. Oh, wir haben eine Heilbandage zu viel. Die Schrotbinde tue ich da auch erstmal kurz zurück. So. Dann gehen wir hier nochmal eben ran. Und ich packe jetzt hier einfach mal kurz alles ein. Wobei, den Buffercode und das, das sind ja Klamotten. Die stecken ja sowieso nicht, die kann ich drin lassen. Eisen nehme ich mit. So. Und jetzt sollten wir dann endlich auch adäquat uns um stackende Dinge kümmern können. So, das sieht auch schon gut aus. Ja. Okelidokeli. Also, was möchte ich mitnehmen? Das Benzinfass möchte ich mitnehmen. Die Munition auf jeden Fall. Die Tokens. Wasser. Messing. Die Parts. Die ganzen, die wir hatten. Sprungfedern. Schießpulver, das hier. Hieses, welches. Dieses. Das hier. Hier drin? Nee. So. Da kommt die Farbe zurück, das Benzin fasst die Samen. Ihr seht's doch, warum sag ich's denn? Das war das. Und dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch so mitkriegen. Ich glaube, eine davon hätte ich gerne. Ja, das Bier. Die Nägel. Waffen können, glaube ich, jetzt nicht schaden, auch im Hinblick auf die bevorstehende Horde. Eine Dynamitstange. Jetzt haben wir jetzt noch 1, 2, 6 Plätze. Ach, was ist wichtig, was nicht. Die Blutbeutel nehme ich mit. Komm, und dann ballern wir uns mal mit den Schematics hier zu. Und den Rest holen wir einfach später. Aber für den Fall der Fälle machen wir uns jetzt hier nochmal wieder eine Kiste hin. Das Geile ist, ich glaube, ich habe in dieser Stadt schon eine Kiste, oder? Hier hinten, tatsächlich. Wie lustig. Ja, Taschen sind voll. Und irgendwie fehlt mir jetzt leider eine Folge. Das finde ich immer noch seltsam. Aber gut, denn achso, hier oben können wir nochmal den Wegpunkt speichern. Drop. Und wir machen uns jetzt mal einen schnellen Wegpunkt nach Hause. Fahren jetzt am besten hier die Straße runter und biegen dann hier irgendwo ab. Ja, das ist, glaube ich, ganz adäquat. Das heißt, ich muss in diese Richtung da vielleicht? Nee. Da runter. Und dann war das hier ja eher ein suboptimaler Loot-Ausflug. Leider. Also viel Zeug haben wir, ja, definitiv, aber ich hatte irgendwie gehofft, dass da irgendwo, wo muss ich denn jetzt lang hier? Jetzt mal bitte absteigen, dass da irgendwo ein bisschen tollerer Kram bei rauskommt. Na doch, die Richtung ist schon gar nicht schlecht. Aber
Hat dann leider nicht sollen sein. Gut, wir haben viele Schematics, die können wir verticken. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob gerade Geld unser größtes Problem ist. Ich bin immer noch unschlüssig, ob wir für die Horde noch viel vorbereiten müssen oder nicht. Munition könnten wir uns vielleicht nochmal drum kümmern, ein bisschen was zu machen. Und ansonsten sind wir, glaube ich, relativ gut präpariert. Ich habe Zuschauer, ein kleiner Vogel. Hat sich ans Fenster gesetzt und war sehr interessiert dabei, was ich hier tue. Wenn er schon mal da ist, kann er auch ein Abo hier lassen, ne? Ja, immer diese Vögel. Oh, es schneit. Ja, ist ja fast wie bei uns, ne? Wir haben März, Ende März. Und von Frühling ist irgendwie auch noch nicht so viel zu sehen. Aber gut, das globale Erwärmung und so, ne? Merkt er selbst. So, wir fahren jetzt noch gemeinsam eben kurz nach Hause. Und dann, glaube ich, kann ich einfach, bevor ich die nächste Aufnahme starte, das wird nicht heute sein, weil ich gleich zur Arbeit muss, aber also vor der nächsten Aufnahmesession werde ich dann einfach mal selber die Taschen leer machen. Da braucht er jetzt ja auch nicht mit bei rumhängen. Oh, ein Hase. Und jetzt müssen wir hier langsam auch mal irgendwo scharf links ab, ohne uns irgendwas kaputt zu machen, ja? Die Basis müsste, wenn man oben dem Eigenglauben schenken darf, müsste die ja eigentlich hier schon jeden Moment aus dem Nichts auftauchen. Und nach der Horde wollte ich mal gucken, dass wir uns einen kleinen Asphaltweg, ach, da ist sie doch auch, einen Asphaltweg Richtung, wie heißt das, Richtung unseres Beetes runterbauen. Einfach nur, weil wir es können und weil wir dann schneller da sind. Und Asphalt ist ja auch ein bisschen robuster als Sand oder irgendwas anderes. Die Steine hier müssten auch nochmal weg. Diese doofen. Ach, wie schön, guck mal. So viele weiße Bäume hier. Das wird ganz nett. Wir kriechen jetzt hier mal nach oben. Und dann machen wir einfach, also ich mache dann vor der nächsten Folge hier einfach die Taschen leer, das Minibike leer. Und dann stellen wir nochmal ein bisschen Munition an und dann gucken wir vielleicht nochmal nach dem Airdrop und dann ist ja auch schon fast wieder Hordenzeit. Jo, wunderbar. Dann danke ich euch fürs freundliche Zusehen. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Die nächste Folge ist dann jetzt tatsächlich endlich Folge 100 und da freue ich mich schon riesig drauf. Bis dahin sage ich fürs freundliche Zusehen nochmal Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.